So, da musste ich gerade mal an die Tür gehen. Deswegen muss ich gerade mal ja abbrechen und die Folge ein bisschen kürzer beenden lassen als die anderen. Ich finde diese Statue ein bisschen verstörend. Haben wir schon mit denen geredet? Was? Ein neuer Lehrling? Er scheint ziemlich gut mit den neu erlernten Zaubersprüchen umgehen zu können, findet ihr nicht? Und irgendwas sagt mir, dass er uns hören kann. Süß. Gehen wir noch mal in die Nacht. Oder spielst du auch? Eine Flasche meines Elixiers ist alles, was du brauchst. Nö. Spielst du mit mir? Karten spielen? Klar! Cool. Sorry, aber mir macht das Spaß. Das Spiel beginnt. Ja. Du bist an der Reihe. Hast du eine Einerbeere? Die Karte hast du ganz bestimmt. Na, warte. Ja, ich bin nicht gut drin, aber Karte ich aufnehmen. mach's mit Enthusiasmus Gegner wett. an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Nächstes Mal. Zweier. Karte aufnehmen. Ach nee, das war, der hat. Ich bin Wähle ja immer eine völlig Karte. verwirrt. Was ist denn hier mit so einer Blättchenkarte? Die Karte hast du ganz bestimmt. Sehr gut. Ja. Mal sehen. Hast du noch eine Blättchenkarte? Wahrscheinlich nicht, aber man kann es Die ja Karte hast versuchen. du ganz bestimmt. Komm schon, komm schon. Wunderbar. Ja! Quartett! Quartett. An wen erinnert mich die Mal Stimme? sehen. Das ist die Erzählerstimme. Vielleicht so eine? Die Karte hast du Haben wir ganz die Karten bestimmt. noch nicht? Nein, schon wieder Mist. nicht? Karte aufnehmen. Okay. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Woher wusstest du das nur? Zweier. Gegner fragt nach Karte. Nächstes Mal. Zweier. Karte aufnehmen. Ich meine, das war die Zweier von denen, oder? Wähle eine Karte. Davon. Ich glaube, die Zweier. Die Karte hast du ganz bestimmt. Sehr schön. So, die zurück. Mal sehen, welche Karte du da hast. Vielleicht. Was? Achso. Die Vielleicht Karte hier? hast du ganz bestimmt. Sehr gut. Cool. Aber die Mal andere sehen. hat er sicher, hat die liebe Maus sicher noch nicht bekommen. Hast du denn davon eine Karte? Hast du mich? Die Karte, die hast du bestimmt. Wunderbar. Ja. Mal sehen. Versuchen wir es doch nochmal mit dem Nüsschen. Hast du das Die Einer-Nüsschen? Karte, die hast du bestimmt. Ach, das Ah hätte nee, ich der wissen hat die können. nicht eben danach Karte gefragt. aufnehmen. Oh. Gegner an der Reihe. Gegner fragt nach Karte. Schade. Okay, einer. Einer davon. Gegner fragt nach Karte. Nächstes Mal. Einer davon. Karte aufnehmen. Okay, die holen wir uns direkt mal zurück. Wähle eine Karte. Da. Ich musste gerade überlegen, was das für eine ist. Das war die Einer, der sich Die gemopst Karte hast hat. du ganz bestimmt. Gut gespielt. Supi. Und wir gucken Mal mal. sehen, welche Karte du da hast. Wir gucken mal, ob der die andere hat. Die Bei uns Karte im hast Glück du ganz wahrscheinlich nicht, bestimmt. aber hey, wir versuchen es. Sehr gut. Ja! Ist so Schon schön. wieder ein Quartett. Was heißt denn hier schon Mal wieder? sehen, welche Karte du Komm, da wir hast. versuchen unser Glück. Die Einer, Die bitte, Karte hast bitte, du bitte. ganz bestimmt. Komm schon, bitte, bitte, Extra bitte. Leben. Nein, Extra extra Leben. Leben? Karte aufnehmen. Was? Gegner an der Reihe. Gegner Was? fragt nach Karte. Schade. Okay, die Vierer. War das die Gegner Vierer? fragt nach Karte. Woher wusstest du das Vierer nur? und Vierer mit dem Gegner Baum fragt nach halt. Karte. Na, Und warte. einer. Vierer, Vierer, einer. Gegnerquartett. Nein. Vierer, Vierer. Gegner fragt nach Karte. Nächstes Mal. Vierer, Vierer. Mist. Karte aufnehmen. Gott, war das ein Vierer? Du bist Ich an habe die der andere Reihe. schon wieder vergessen. Oh, Mist. Nee, das war drei. Die Die meine ich nicht. Karte, die hast du bestimmt. Wunderbar. Okay, die andere habe ich vergessen. Mal So. sehen, welche Karte du Doch, da hast. das war hiervon mit dem Fuchs drauf. Ich meine, das war die. Die Karte hast du ganz bestimmt. Ich war mir sicher, dass Nein, das die hat klappt. er nicht bekommen. Karte Mist. aufnehmen.
Mist aber auch. Gegner an der Reihe. Oh. Gegner fragt nach Karte. Die Karte wollte ich eh nicht haben. Gegner einer fragt von nach den Karte. Augen. Nein! Oh, nein! Das war meine Lieblingskarte. Zweierbären, Gegner eine fragt Augen. Nach Karte. Nächstes Mal. Eine Karte Augen, zweier Bären, okay. Wähle eine Karte. Davon die eine. Die. Die Karte hast du ganz bestimmt. Wunderbar. Und zweier Bären. Mal sehen, welche Karte du da hast. Die Karte hier hast du mit ganz dem bestimmt. Marquis. Gut gespielt. Mit dem Marquis de Hotel. Mal sehen, welche Karte du da hast. Oh, wonach fragen wir denn mal? Wonach fragen wir denn mal? Fragen wir doch mal. Nee, die hatte er nicht. Mal sehen. Ich versuch's mal. Weil er uns ja eine genommen hat, aber die wir Karte, fragen die ganze Zeit nach der. Komm schon, habt ihr endlich mal. Sehr schön. Ja! Endlich! Wartet! Ich wartet! Mal sehen. Fragen wir mal einfach mal nach dem Auge. Die Karte einfach mal so. Hast du ganz bestimmt. Sehr gut. Cool. Mal hast du sehen. Auch die andere davon? Wahrscheinlich nicht, aber wir versuchen es. Die Karte hast du ganz bestimmt. Guck mal. Ja, ach, das war schon so einfach. Schön. Mal sehen, welche Karte du da hast. Wonach fragen wir denn? Ich glaube, wir fragen mal hier nach. Die sind irgendwie verstörend, die Karte. Die Karte, die hast du bestimmt. Ja, yeah, jetzt haben wir aber einen Lauf. Mal sehen, welche Karte und ich du wette, da hast. Die hat er nicht. Die Karte hast du ganz bestimmt. Komm schon. Gut gespielt. Ja! Quartett. Haben wir jetzt eigentlich gewonnen oder müssen Game wir... Over. Yeah! Gewonnen! Hihi! Oh, tanzen liegt mir wohl mehr. Hihi! So, ich würde mal sagen, wir lesen noch ein bisschen ein gutes Buch. Über einen Recken, der auszog, um den letzten Kühlschrank bei Saturn zu kaufen. Ich dachte gerade, was ist das denn für eine Zwiebel? Aber das ist doch diese Schwimmnuss. Schwimmnuss? Wassernuss? Ich weiß nicht. Die Nuss halt. So. Ich will nur mal zu dieser einen Wachmaus, weil ich hätte da... Ich glaube, ich habe eine Idee, was wir machen könnten. Auch wenn ich überhaupt nicht weiß, ob das so funktioniert, wie ich es mir gerade vorstelle. Weil wir finden einfach keine Pfanne. Vielleicht können wir uns was selber basteln. Wenn man das so faltet, ja. Und dann... Tata, ein Topf. Cool. Kochst du was? Was denn? Mal sehen. Nicht, dass ich irgendwas brauche. Ich komme gut alleine klar. Nee, du brauchst nichts. Guck mal. Geht das? Yeah. Oh, das sieht lecker aus. Wenn der Käse jetzt noch gut gewürzt wäre, könnte ich schwach werden. Aber wir haben doch. Oh, wie wunderbar das duftet. Ein gut gepfeffertes Käsefondue. Davon kann man sich bestimmt eine Woche lang satt essen. Oh, ich kann ich dann auch. Vielleicht ein paar von den roten Beeren haben? Beeren? Wer braucht die schon? Nimm so viele du willst. Boah, ich will jetzt auch ein Käsefondue. Bitte. Wenn die so gut riechen, wie sie schmecken. Was? Jerry, hörst du dir selber noch zu? Ich glaube, ich habe jetzt bald genug Beeren für 4 Spiele gesammelt. Ach, jetzt stell dich nicht so an. So viele Beeren hast du jetzt auch nicht. Echt mal. So, wir gehen jetzt zurück zu... Da steht anders. Wir gehen zurück zu Anja. Natürlich nicht in der Nacht. Das arme Mädchen ist sicher am Schlafen. Und arbeitet nicht. Dieses faule Stück. Okay. So, gehen wir mal zu Anja. Anja! Anja! Anja? 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 Sekunde. Anja? 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 Hallo? Willkommen zurück. Na, mein Rostbratkartoffelchen? Ich bin doch schon da, Honiglöffelchen. Ja, mein Currywürstchen. Das ist deine Zutat für die Torte der Hasenfamilie. Ja.
Jetzt haben wir alles. Honigwabe. Ja. Bis morgen backe ich eine pfannkuchentastische Torte. Dann kannst du sie abholen und der Hasenfamilie bringen. Vielleicht laden sie dich ja sogar auf eine ihrer Geburtstagspartys ein, Sahnetropfen. Ja, ich glaube, wir gehen jetzt mal ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr, sehr gutes Buch lesen. Über einen Milliardär, der sich eine Regenbogenraupenfarm kaufte und dann den Weltfrieden wiederherstellte und sicherte. Und dann lasen wir noch von dem Herrn Jona, der in dem Bauch eines Wales einen Fastfood-Betrieb öffnete. Ja. Sehr gute Bücher. Anja! 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 Komm her! Extravagant. Extravagante dich mal hier rüber. Ach, da ist die Torte schon. Die sieht aber lecker aus. Dank dir. Kannst du sie der Hasenfamilie vorbeibringen? Klar. Vielen Dank, mein Krokantküsschen. Hihi. Dankeschön. Bringen wir die ihm jetzt oder spät in der Nacht? Ich geh mal, ich versuch's jetzt mal. Herr Mürricher Gartenbesitzer, schau mal. Hallo, Herr Hase. Ich bringe euch die Torte, die ihr bei Anja bestellt hattet. Ach, dem Himmel sei Dank. Ich meine, wird ja auch Zeit. Scheint, als ob du nicht völlig unbrauchbar bist. Sieht auch gut aus, die Torte. Weißt du was? Ich mache für dich eine große Ausnahme. Ab heute darfst du offiziell an unseren weit über Mauswald hinaus bekannten und überaus beliebten Hasenfesten teilnehmen. Wow! Und jetzt stehe nicht weiter rum. Meine Güte, der ist aber launisch. Ach ja, deswegen heißt er auch Mürricher Gartenbesitzer. Und wir lesen wieder ein Buch von einem Milliardär, der eine Lama-Farm charterte und mit ihnen zum Mond flog. Ach, was ist das denn? Was ist das? Ab heute darfst du offiziell an unseren weit über Mauswald hinaus bekannten und überaus beliebten Hasenfesten teilnehmen. Wow! Und jetzt stehe nicht weiter rum. Los, los, ab auf die Feier! Meine Güte, der ist aber launisch. Ich hoffe, seine restliche Familie ist nicht so anstrengend. Ah, mal schauen. Uch! Wow, was für eine Party. Das sind ganz schön viele Leute hier. Jawohl, ein Geburtstag ist immer ein großes Highlight für Familie Hase. Ach, da unten. Aber feiern die Hasen nicht jeden Tag Geburtstag? Natürlich. In so einer großen Familie ist das ganz normal. Hoch die Tassen! Wer will heute schon an morgen denken? Heute haben alle Geburtstag. Du auch. Hier, nimm. Was? Hoch! Viel Glück zum Nicht-Geburtstag. Für mich, für mich. Jetzt gibt es für die Feiernden endlich auch etwas zu essen. Jetzt kann ich das Fest endlich in Ruhe genießen. Wenn es keine Torte gibt, sind meine jüngeren Geschwister immer unausstehlich. Was ist denn das? Oh nee! Hat das keinen Körper? Sieht aus, als hätte das Ding keinen Körper. Oh, Geschenke gibt es auch. Oder eher einen Briefkasten. Naja. Die Beschenkte scheint sich ja zu freuen. Hasen. Vielleicht ist das irgend so ein Initiationsritus zum Erwachsenwerden. Wer erwachsen wird, kriegt einen Kühlschrank. Kühlschranken. Ja, den auch. Einen Briefkasten. Was ist das denn? Wuschelchen. Diese Hasen verstehen es wirklich zu feiern. Was haben wir hier? Hasen mit Geschenk? Hm, diese Bohle sieht wirklich verlockend aus. Hm, sie duftet nach Brombeeren. Das erinnert mich an Mamas köstlichen Brombeerkuchen. Davon hätte ich jetzt gern ein großes Stück. Ich hoffe, Mamas Kuchen ist noch nicht kalt, wenn ich endlich wieder nach Hause komme. Ich weiß nicht, was verstörender ist, das zuckende Schwänzchen oder diese Unterhose.